Denkt dran, ihr müsst euren Stream dann gleich auch neu starten. Ja. War hier nichts los. So, Teil 2, da bin ich wieder. Apropos, wo ich gerade hier die Musik gehört habe, ne? Für letzte Woche Sonntag den Stream habe ich tatsächlich auf YouTube schon wieder eine Verwarnung. Oh je. Ja, aber also Info, Urheberrechtsverletzung, aber ohne, dass was weiteres passiert. Okay, weil und da, was war? Ja, ich war ja da. Ich will jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Aber ich war ja nicht zu Hause. Und da lief Musik im Hintergrund. Und genau diese Musik war es wieder. Ach so, okay. Wie, um was geht's? Urheberrechtsverletzung. Ach so. Hast du Anschiss gekriegt? Nur die Info. Also. Und wo liest du die, bei Twitch oder was? Nee, die habe ich bei YouTube bekommen. Ja. Einladung ist raus. Also so viel ist gar nicht verloren gegangen. Mal sehen, wo ich rauskomme. Gleich steht da Deichsel gestorben, Biene gestorben. Nur so, wie beim Horst. Ja, egal. Einfach so gestorben. Ach so. Wäre schon mies. Also, ich sag mal so, ich freue mich auf eine Sache, wenn ich eine PlayStation 5 habe. Ich habe mehr Speicher. Da ist die Biene schon mal wieder in-game. Ja, ich bin wieder dort, wo ich war. Ich sag ja, es ist nicht viel verloren gegangen. Du gehst jetzt nicht nochmal live, ne? Wer? Biene. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, schade. Nee, hier nichts los. Und Deichsel ist auch da, dann können wir die beiden jetzt mal pingen. Na? Wow, ist das gerade. Ach so, weil es am Speichern war. Bienen grün, Deichsel blau. So wie immer. Wie lange haben wir noch? Knappe halbe Stunde, okay. Deswegen sammle ich jetzt versuche Blei zu sammeln ohne Ende. Ich habe jetzt schon wieder 112 mal Blei. Aber ich bin halt im Gefahrengebiet. Immer schön am Rand lang. Mit der Wand lang. Immer am Rand lang. Mit dem Arsch am Rand lang. In manchen Situationen kann das echt helfen.
Ja, wo wir damals in einer anderen Astronomie waren. Und da musste der Kumpel an, auf Toilette und da haben wir nur gesagt, und pass auf, immer an der Wand lang. Okay. Das fanden die dann nicht so lustig. Wenn du weißt, was ich meine. Du warst in einer Schwulen- und Lesbenkneipe. Richtig. Naja. Aber die haben es dann auch mit Humor genommen. Ja, wie sollen sie es sonst nehmen? Ja. Na, manche nehmen es so, manche nehmen es anders, ne? Es ist immer so. Ja, aber dann hast du, das ist ja die Vorliebe halt, ne? Von jedem Einzelnen. Der eine mag so, der andere so. Ja, und da haben wir gesagt, ey, wenn das Glück ist, immer an der Wand lang. Da waren wir sexy Mann gewesen. Oh, mit Frauen, also Frauen. Ja. Ja, also alles. Das war schon lustig. Als ich damals mit dem Kollegen von uns, oder als wir damals mit dem Kollegen von uns in der Schwulen- und Lesbenkneipe war, da war schon lustig. Ne, die sind ja auch lustig drauf und alles, also mit denen kannst du irgendwie Spaß haben. Aha. Also jetzt, ja, das war jetzt klar, dass du jetzt auch heißt. Ja klar, was erwartest du von mir? Ne, aber ne, kannst du cool unterhalten und alles. Also. Ja. Ich würde mal sagen, 90% der Schwulen und Lesben sind einfach coole Leute. Ja, und die lassen sich auch in Ruhe. Ja, wenn du denen sagst, ey, du so und so, ne, dann ja, können die das akzeptieren. Ja. Ne? Klar, es gibt immer ein paar schwarze Schafe da, aber ja. Die hast du überall. Genau. Gibt ja auch genug von den Heteros, die schwarze Schafe richtig sind. Da gibt es leider zu viele von. Ja. Deswegen, wenn man zu mir sagen würde, du pass auf, du hast die Wahl. Wir gehen in eine Schwulen- und Lesbenkneipe und ich bezahle dir den ganzen Abend. Oder wir gehen in eine normale Bar und du kriegst nur ein Bier von mir. Wo willst du hingehen? Ja, in die andere Bar, in die schwulen Bar. Ja klar, habe ich frei saufen. Ja. Ja. Ja, nicht nur das. Weil du da Spaß hast und die, wie gesagt, die nehmen das alle nicht so ernst. Ah, du hast da Spaß, gut. Ja, also ich habe da eine geile Zeit. Haha. Das ist genauso falsch. Ich weiß. Drop kommt. Ja. Im Norden unserer Base. Dann wär's jetzt auch hier. Der hätte gerne mal hier reinfallen dürfen. Das wär's gewesen, ne? Ja, so. Drop kommt, klatscht tot. Vom Drop erschlagen. Vom Drop erschlagen, genau. Hey, das wär mal ein Tod, ne? Das wär auch mal ein Tod. Ich hab den Loot gefunden. Wo ist er? Bei meiner Leiche. Ich hab's kommen sehen. Ach ja. Was macht ein Spatz, wenn ein Elefant kommt? Ich hoffe, da vorne rennen. Was sagst du, Deichsel? Ja, den kenne ich aber, mir fällt's gerade nicht ein. Ja, dann sag was. Irgendwas mit einem Elefantenhaufen irgendwie war das gewesen. Nein, das ist was anderes. Das ist, das hat was mit einem Wolf zu tun, was du meinst. Hey, na, Plünderung 74. Glückwunsch, aber jetzt sag mal. Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Na, platzen. Okay. Du stehst nicht gerade wirklich so auf der Leitung, oder? Wenn der Elefant kommt, dann platzt der Spatz. Okay, hinter mir saß auch auf der Leitung. Okay. Jetzt hast du auch kapiert? Nö. Sagst du auch eiskalt nö.
Vampy hat schon wieder Energy Time eingelöst. Größter Kind. 3 Minuten. Blöder Stein, den will ich nicht. Oh, scheiße, hier steht ein Bär vor mir. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, normaler, aber dann kein Zombie-Bär, ne? Und hol dir das Fleisch. Töte ihn. Au! Er ist tot. Thema hat er mich erwischt. Klinge nehmen und abbauen. Ja, natürlich. Schön viel Fleisch. Da stand er einfach so zwischen die Tücher. Ja, ja. Meistens hockt er rum. Wenn du jetzt nicht auf ihn geschossen hättest, hätte er dich gar nicht gemerkt. Ja. Nee. Und andersrum auch nicht. Eben drum, also. Aber hey, ich bei einem Bär, den musst du schon holen. Das ist schön viel Fleisch. Geh doch jetzt mal auf. Und jetzt stinkst du. Aha. Ah, gleich rein, wegtun. Zack, weg. So, was brauchen wir noch? Ich habe schon gesagt, das ist so. Okay. Doch, das ist ein Stein eigentlich. Ja. So sehen die Bären aus, wenn die rumliegen. Ja. Ich bin ja auch schon mal zu einem Bären hingegangen auf dem Privatspielstand, wollte, weil ich dachte, es ist ein Stein und wollte den abbauen. Und schlag mit der Spitzhacke zu. Und ja. So schnell konnte ich nicht mehr auf eine Waffe wechseln. Hat er sich erledigt. Ja. Dann kam ich zurück und meine Tasche lag wo? Richtig, genau unter ihm. Und der hat noch gelebt. Ja, ja klar. Weil ne, ich habe ja nur einmal mit der Spitzhacke zugeschlagen. Und dann steht der da auf und dreht sich rum und ich so, Scheiße. Weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, weißt du? Ja. Ja, so kann's gehen. So, noch irgendwo ein Steinchen. Eine Zeit lang bin ich ja auch hingegangen und habe auf jeden Stein erstmal mit Pfeil und Bogen geschossen. Ja, Fall aller Fälle, ne? Ja. Wenn dir so eine Scheiße dreimal hintereinander passiert ist, da vertraust du keinen Stein mehr. Nein. Oh, das ist ja direkt im, na, am Rand vom Schneebiom. Kann ich eh in die Richtung, wo ich den Tropf gar noch mit. Wo ist mein Moped? Ach da. Wo ist mein Moped? Sagt da wieder. Und wundert sich dann, da das heißt Deichsel ist lost. Hab ich gar nicht geguckt, wie viel. Ah, hier war ich ja. Hier war ich ja schon mal. Hier war die Höhle gewesen. So. Hier ist eine Höhle. Oh, hier war ich schon. Nein, habe ich die Türe schon offen. Ja. Aber hier will ich jetzt gerade nicht runtergehen. Aber guck mal trotzdem rein, vielleicht ist ja wieder was gespawnt. Ja, kann ich machen. Biene, du bist in der Base, ne? Mhm. Man kann ja solche Gründersteine herstellen. Kannst du mal gucken, was wir dafür brauchen? Gründersteine? Ja, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Gebietssteine. Gebietssteine? Gu-
Guck mal in den, ja, in die Gebiet, Gebietsschutzblock. Genau. Geschmiedetes Eisen, 20 Stück. In welche Kiste wolltest du, dass Bina reinschaut? In irgendeine Kiste haben wir sie. Drinne. Echt? Ja. Entweder in der ersten, hier wo wir alles in Loot reintun, oder daneben in der Kiste. Kannst du da mal bitte nachschauen, Bina? Da müsste auch noch mein Stein drinnen liegen. So, ja. Wir sind ein Team. Ich sag das. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier nicht weiter nach unten buddel, Leute, liegt daran, wir sind am Bedrock. Bedrock ist das Ende der Welt. Der unterste Bereich in solchen Games. Tiefer geht nicht. Noch tiefer und wir fallen ins Nichts. Ja, zwei Stück haben wir. Gut. Kannst du mir einen bringen und auch alles, was wir an Steinen in der unteren Werkbank haben? Also nicht die normalen Steine, wenn du irgendwas abbaust, sondern die Betonsteine. Mhm. Danke. Weil dann kommen wir hier doch noch gut voran und haben das eventuell zumindest so bodentechnisch für die Blutnacht fertig. Betonblock, ne? Ja. Alle oder? Alle. Weil je nachdem wie viele es sind, kann ich dann hier weitermachen. Ne? Und dann kann ich einmal den Boden verkleiden, dann kann ich hingehen und anfangen die Wände zu verkleiden. Warum? Ach, nur so. Ja, hau raus. Weil gerade Olympia hier Kugel stoßen und die Deutsche, die hat im letzten Versuch 20 Meter gestoßen, ist Olympiasiegerin geworden. Ah, Glückwunsch. Wow. Nicht schlecht. Da ist die Wiener. Also, wenn du willst, kannst du alles, was hier unten so ist, wo Bedrock runter ist, schon mal normale Steine legen. Außer hier bei den Lagerfeuern, da zeige ich dir gleich, an welcher Stelle der Gebietsstein reinkommt. Ah. Danke. Dann bringe ich viel Fleisch mit. Ah, 11-mal Fleisch habe ich mit, bringe ich mit. Sehr gut. In Prop habe ich mit eingesammelt nebenbei und knapp 1200 Blei nochmal mit. Ja, siehst du, läuft doch. Ich war irgendwie in der falschen Richtung, ja.
Ups. Ja, legt die Biene Steine. Na, fleißige Bienen. Ja. Das ist sie doch immer. Ich weiß. Scheiße, eine um drauf gestellt. Ja. Bitte abbauen. Passiert. Wobei, warte, bevor du den abbaust. Ich muss erst gucken. Eventuell ist das nicht schlimm. Das heißt, ach so, nee, nächste Woche kann man nicht rausgehen. Aber wir können schon nochmal noch ein bisschen Munition herstellen. Ja. Ja, Munition an sich herstellen, das sollte kein Thema sein. Ja, ist, ja, wir brauchen ja die Geschossspitzen. Ja. Deswegen brauchen wir ja das Blei. Ja, ich weiß. Alles gut. Ja, ich finde es gut, dass du das unseren Zuschauern erklärst, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, wir brauchen das Blei, damit wir Geschossspitzen herstellen können. Und ohne Geschossspitzen können wir keine Munition herstellen. Ja. Denn von Messing für Hülsen haben wir genug. Aber jetzt brauchen wir Blei. Was wir eigentlich immer genug hatten. Ja, aber ne, mal so, mal so. Darfst du Blei mit reinziehen? Da werde ich erst einmal. Oh ja. Darf das erstmal unterbrechen? Und habe erstmal. Blei rein. So, kann das rauslaufen. Ein Zwimmer. Draht haben wir. Direkt hier in die Ecke, Biene. Kommt gleich bitte der Gebietsstein. Okay. Der Gebietsstein sorgt halt dafür, Leute, dass wir hier ein Gebiet haben, was etwas safer ist, sodass die Zombies es nicht so leicht haben, hier alles zu beschädigen. Da macht halt die ganzen Steine robuster. Oder alles macht's robuster, sagen wir es mal so. Deswegen ist es wichtig, dass man auf die Gebietssteine unheimlich viel Acht gibt. Oder sie halt neu setzt. Neu herstellt, so. Und das gilt auch für das neue Seven Days. Da gibt es auch solche Steine. Setzt den Gebietsstein. Und wieder eine Taschenlampe für Biene und Munitionsteile für Biene. Ach, so viel mitgebracht. Sehr gut. Und Fleisch. Für Biene. Wie bitte? Für Biene. Fleisch für Biene. Ja. Aha. Okay, in welche Ecke? Hier hinten. Oh, okay.
Direkt neben das Lagerfeuer. Genau. Und Eigentümer! Trophäe erhalten. Ja. Hey, cool! Glückwunsch! Ja, auch von mir Glückwunsch. Danke. Am besten auch selber setzen irgendwann. Habe ich ja schon. Also hast du schon. Okay, ich hab schon. Nur den Deichsel. Ja. Mach mal da findet sich eine Gelegenheit noch. Na klar. So, da haben wir schon wieder mal 152 mal Fleisch. Das ist doch was. Gibt Schnitzel. Yay, bin ich dabei. Ja, wenn es nochmal erfolgreich kurz gewesen mit Steine klopfen und jo. Ja. Und ein bisschen Blut noch mitgenommen. Ja. Ich lasse gleich schon wieder Geschossspitzen raus, ja. Mhm. Na komm her, ja. Also nochmal 100 Stück. Da haben wir dann 134 Geschossspitzen erst einmal. Oh, immerhin etwas. Aber da würde ich sagen, wartet noch, bevor ihr die zur Munition vercraftet, dass wir gucken, welche Munition auch wirklich fehlt. Ja. Eine Biene kann ja leider bloß nur zur Zeit nur die Pistole kannst du nur machen, ne? Ja, das andere habe ich noch nicht gelernt, also zu wenig noch. Mhm. Ja, deswegen sollst du ja auch die Pfeile machen, weil das dürfte gut Punkte geben. Am besten wäre es, wie gesagt, für die Armbrust, weil da haben wir zu wenig. Ja. Armbrustpfeile. Genau. Ja. Ich war ja auch die ganze Zeit jetzt der Meinung, dass Armbrustbolzen und die Pfeile für Pfeil und Bogen dieselben sind, aber nein. Deswegen habe ich es ja vorhin gesagt. Ja, ich hatte das vorhin noch nicht gerallt. Okay, alles gut, kein Problem. Ja, ich weiß. Ja, Biene schubst mich gerade durch die Gegend. Mega. Sonst krieg ich Mega. Soll ich die Waffenteile drinnen lassen in der Kiste oder soll ich die in die Kisten reinräumen, Biene? Kannst drin lassen, die hole ich mir dann schon. Die holst du dir, okay. Da tue ich sie raus. Okay, alles klar. Die Taschenlampe. Ich hab noch meine Taschenlampe mitgebracht. Mhm. Klaas, Tierfell, Steine. Tut mir immer verfaultes Fleisch rein. Mir könnte Vampi gewesen sein vorhin. Weil die das ja nicht wusste, was wir brauchen, was nicht. Ja, nee, alles gut. Nee. Ist noch das? Ja, und das verfaulte Brot. Das muss ja auch nicht drin sein. So, es sind soweit Taschenlampen und Waffenteile nur noch drin, soweit. Ja. Klingt nach dem Plan. 600er Pistolenlauf. Wow. Ja. Biene? Mhm. Traust du dir zu, von Ecke zu Ecke abzuzählen und zu gucken, ob wir hier wirklich schön mittig sind mit den Lagerfeuern? Oder ob wir da irgendwie in eine Richtung daneben sitzen?
Ansonsten muss ich nämlich hingehen, muss mir Holzrahmen holen und eine ganze ablegen, um abzuzählen. Damit ich dann nämlich gucken kann, wie wir hier den Restaufbau machen, den ich so im Kopf habe. Weil hier kommt ja ein Wachturm rein. Und den will ich natürlich schön mittig haben. Im Endeffekt musst du nur von Ecke zu Ecke gehen. Deswegen, das will ich dann mit Holzrahmen machen und die platzieren. Um dann zu schauen, wie das Ganze aussieht. Ich weiß gerade nicht, ob ich eine gerade oder ungerade Kantenlänge habe. Ja. Das alles ist 17 mal 17. 17 mal 17? Ja. Ja, das heißt, irgendwo fehlen hier noch zwei Lagerfeuer dran. Kannst du hier noch die letzten Steine legen? Ja. Super. So, das heißt, 2, 5 Lagerfeuer kann ich schon mal herstellen. So. Sobald wir wissen, wo die dran müssen, kommen die noch dran. Und dann werde ich hier den Turm hochbauen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. 133 Geschossspitzen haben wir jetzt. Ja. Sehr gut. Vampi hat soeben nochmal Energy Time eingelöst. Grüß Kim, Leute. Prost. Wie viele Steine hast du noch mit, Biene? Moment. Ungefähr. Über 2000. Ui, okay, nee, das wird nichts mehr. Weil hier neben, weil du siehst ja, die Türe ist momentan ein nach hinten. Da wird jetzt noch reingegraben, einmal ringsrum so gesehen und nach oben aufgemauert bis zur oberen Kante. Und dass wir eine schöne Betonwand haben, einen schönen Betontrichter, wo die Zombies reinfallen. Und hier in der Mitte, je nachdem wo die Mitte dann ist, ja, wird dann ein Turm bis zur maximalen Bauhöhe. Ich komme! Ja, mach mal. Und Kleitzel ist tot. Nein, what? Ich bin gebrochen. Bein gebrochen. Verdammt. Okay, auf alle Fälle dann... Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Wird hier noch ein Turm gebaut bis zur maximalen Bauhöhe. Okay. Ja, und Deichsel hat das überlebt, den Fall. Das heißt, ja, 60 Leben sind übrig geblieben. Okay. Das heißt, wir müssen oben eventuell nochmal 5, 6 Dinger erhöhen, damit, wenn die dann da runterfallen, die auch wirklich sterben. Aber das gucken wir... Demnächst. Jetzt heißt es erstmal ab nach Hause mit euch. Los. Rein da. 1, 2. Letzte macht die Tür zu. Laui. Guten Abend in der Runde. Bin etwas spät. Hab gerade ganze Zeit mit Einrichten des neuen Smartphones verbracht. Ah, okay. Wo ja. Du kommst rechtzeitig zum Feierabend. Ach ja. So. Genau. Da geht's rauf. Ich wusste nicht, wo ich hingehen muss. Deswegen bin ich jetzt gesprungen. Ja, alles gut. Du hast jetzt gedacht, ich sterbe. Ja, bin ich von ausgegangen. Ich war voll gewesen und 60 Leben sind übrig geblieben. Ja, cool. Na, ich bin nur bei 250. Laui, du hast ganz verpasst, dass Vampi heute den Stream gestartet hat. Warum liegt hier Scheiße? Hm. Wer hat hier menschlichen Code in die Kiste für die Steine gepackt? Keine Ahnung, ich nicht. Ich brauch's nicht. Finde ich aber scheiße.
Musst du das gerade sagen, wenn ich was trinke? Ja. Auch du musst mal richtig schlucken, Deichsel. So, Essen nicht vergessen, Leute. Ja. So. Was haben wir hier noch dabei? Höp und höp. Und da haben wir noch was. So, jetzt die Riesenmengen an Blei, die ich noch mit habe, einschmelzen direkt. Ein. Ja, ein Blei einschmelzen, ist eingeschmolzen. Dann das Eisen hier mal wieder reinschmeißen. Leute, wenn ihr schon was rauslaufen lasst, seht zu, dass auch wieder was reinkommt. So, dann habe ich noch 266 Scheiße. Nitrat. Warte, ist Scheiße. Nee, kommt hier nicht rein. Hier oben ist noch was auf. Schnell zumachen. Hm? Mach's zu, Deichsel, mach's zu. Warum ist die Brücke offen? Weil ich eigentlich nur eine Runde laufen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, springst du mal. Ja. Aber wäre doch lustig geworden, wenn du dann jetzt tatsächlich gestorben wärst. Und ich höre irgendwo schon wieder irgendwann in Kloppen. Ja. Ach nein, Dünger haben wir ja hier. Da haben wir nämlich eigentlich Scheiße drin. Warum sind hier Verbände drin? Verbände haben hier drin gar nichts zu suchen. Weil wahrscheinlich nirgendwo mehr was reinpasst. Ich packe jetzt die Scheiße hier mal rein in zu den Dings, weil eigentlich müssten die da rein. Was haben wir da noch? Lehmklumpen Papier, okay. Na gut, Leute. Vielleicht läuft nächstes Mal bei Vampy dann auch wieder das Internet und vielleicht ist sie ja dann auch mal wieder dabei oder Gino, wer weiß. Das heißt für nächste Woche, wenn wir reinkommen. Nacht. Ja, genau, und gucken wir auf die Uhrzeit, 17 Uhr. Ja, ich weiß, deswegen. Das heißt, wir müssen schnell alles dann uns aufrüsten und alles. Ja, also, ja. YouTube, ihr wisst, wie es funktioniert, bewerten, kommentieren, abonnieren. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als Biene Deichsel, mein Schatz, es war schön mit euch. Jupp, die du. Und Twitch, danke, dass ihr so zahlreich da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.